Einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Folge Darwin Project. Ja, die Runde läuft schon 2 Minuten. Meine Aufnahme ist nicht gestartet. Ihr habt noch nichts verpasst. Das ist, sind schon Spieler tot. Dalu und ich sind in einer Runde. Was habe ich bis eben kurz erzählt? Das Spiel ist heute oder beziehungsweise gestern in den Early Access gegangen. Und was ist das Besondere noch daran? Die Leute, die es schon vorher gespielt haben, die haben es umsonst bekommen. Also die, die irgendwie die Alpha oder so gespielt haben, haben das Spiel geschenkt bekommen. Finde ich ziemlich nice, muss ich sagen. Spiel kostet sonst 15 Euro. Das Spiel ist echt geil, also unterstützt die Leute ruhig. Wobei mir Dalu, der übrigens auch in der Runde mit dabei ist, ihr seht auch gerade, er macht gerade Schaden. Was wollte ich jetzt sagen? Dalu erzählt hat, dass sie auf Steam ein Problem hatten beim Release. Und zwar konnte man das Spiel nicht richtig kaufen. Man hatte immer wieder einen Error. Und wurde dann irgendwann gesperrt, Spiele zu kaufen, wenn man das zu oft versucht hat. Und ja, wenn ihr also den Error habt, versucht es nicht irgendwie dauerhaft wieder. Das ist aktuell ein bekanntes Problem. Und ja, lasst einfach kurz ein bisschen abwarten und wahrscheinlich wird man das in Kürze ganz normal kaufen können. Da sind noch zwei, da viele Spiele leben nicht mehr. Ich habe noch nicht mal groß Leute getroffen. Okay. Das ist natürlich blöd, dass er mich jetzt hier rausholt, weil ich bin viel zu weit weg. Ich muss in die andere Richtung laufen. Wobei ich nicht weiß, ob das der Game Master war. Oder ob das random passiert ist. Das weiß ich gerade nicht. Headshot. Ich hab noch Zeit. So, erstmal noch ein Schild machen. Den Baum nehmen wir noch mit. Ich weiß, dass Dalu in der Zone war, beziehungsweise ist. Jetzt ist nur die Frage, ob er hier auf mich wartet. Oder ob er versucht, zu den anderen zu kommen. Duo-Runden sind übrigens noch nicht drin. Das steht weiterhin coming soon. Ja, entsprechend spielen Dalu und ich halt so, wie ihr das schon kennt, gegeneinander. Also wir versuchen, ins selbe Spiel zu kommen, was halt dieses Mal auch wieder direkt geklappt hat. Und ja, spielen dann halt, ja, mal gucken, wie weit gegeneinander. Wir werden vermutlich, wenn es sich vermeiden lässt, hoppala, natürlich nicht instant aufeinander gehen. Aber ja, wir haben noch fünf Leute sind noch drin. Dalu könnte zu mir kommen eventuell. Ich laufe erstmal weiter Richtung Mitte und guck mal, ob ich vielleicht bei den anderen noch was machen kann. Bevor Dalu mich hier absnackt. Kann ich nämlich darauf verzichten. Das muss nicht sein. Nehmen wir den Baum noch mit. Was war eigentlich eben in meiner Kiste drin? Ich habe gar nicht aufgemacht. Eine Trap. Okay. Ja. Hätte geileres drin sein können. Da waren eben, glaube ich, noch welche drin. Okay, aber ich meine, hier in der Zone war einer. Ja, dann haben wir vor, interne Runden zu machen, wenn wir genug Leute zusammenbekommen. Denn wir waren ja schon mal ein paar. Also Items hat ja schon gespielt, Alex hat gespielt, Tautor hat gespielt, Shigo hat gespielt. Ich glaube, es haben noch mehr gespielt, aber da komme ich gerade nicht drauf. Dalu ist mir hinterher und da sind 3 Leute. Okay. Ich heiz mich nochmal eben kurz komplett auf. Dalu geht auch direkt auf die anderen zu. Ich werde jetzt auch einfach mal direkt auf die anderen zu. In die Richtung muss ich richtig? Ja. Vielleicht gibt es einen großen Fight. Also einen richtig großen. So, Schild habe ich. 1. Ich mache mir nochmal Schuhe, komm. Ich
habe überlegt, ob ich nochmal auf ein zweites Paar, auf ein zweites Schild spare, so gesehen. Also, dass wenn mein Schild zerstört wird, ich direkt ein zweites mir noch craften kann, wenn ich die Chance dazu bekomme. Aber das lassen wir mal. Ach, zwei Holz, ey. Lebst du noch? Sind die da alle? Ne, Dalu ist leider in die andere Richtung gelaufen. Shit. Die sind zu weit weg. Hä, Moment, hä? Der da lebt aber noch. Ne, der lebt doch nicht mehr. Warum wird mir angezeigt, dass der noch Leben hat? Ne, doch, der hat noch Leben. Ach, come on. Wo genau rennst du hin? A new electronic is available. Ich will das Electronic gar nicht. Eigentlich will ich dich hier abfangen. Shit, kann ich die noch looten? Ja, doch, das geht noch, oder? Oh, shit. Huh, das war knapp. Das war knapp. Aber da hat er nicht aufgepasst. Ich meine, er stand vor einer Karte. Er hätte sehen können, dass ich hinter ihm bin. Er hat ja sogar die Karte angeguckt. Hier habe ich leider keine Karte drin, schade. Machen wir auch die letzten Schuhe noch. Dann mache ich, glaube ich, einmal Eckscharpene. Nein, spring doch da raus, bitte. Ihn gerade nicht. Okay. Wo ist Dalu? Okay, Dalu ist noch weg. Ich kann ihn noch vorher looten, wenn ich drankomme. Ich kann ihn. Doch, ich kann ihn looten. Okay. Huh. Alles klar. Finale gegen Dalu. Ich brauche erstmal ein neues Schild. Moment. Dann muss ich mich an die Karte mal eben stellen. Okay, er ist weit weg. Okay, dann mache ich mir noch mal ein bisschen Axtschaden. Ja, brauche ich eigentlich nicht. Okay, er ist in der Mitte, genau dahin. Ich habe mein Schild, er wird Ultis haben, wette ich. Ne, da muss ich hin. Ich habe ein bisschen Orientierungsprobleme in dem Spiel tatsächlich. Jetzt hat er mich tracked. Nein. Das ist bitter. Das ist richtig bitter. Ich sollte mich nicht auf den Bogenfall mit ihm einlassen. Lol. Okay. Interessant. Interessant, was man nicht alles machen kann. Er hat einen Dom in der Luft erschaffen. Okay. Problem ist, ich sehe ihn da drin gerade nicht. Kann er da raus? Wo ist er? Da ist er. Aua. Ich sehe nichts.
come on. Nicht an Kälte sterben. Ah, schade. Aber ich habe ihm einen guten Kampf geliefert dieses Mal. Also, wir waren nicht hoffnungslos überfordert. Kann ich sehen, wie viel Leben er noch hatte? Nee, schade. Ich kann nicht mehr sehen, wie viel Leben er am Ende noch hatte. Aber ich habe ihm ganz gut Schaden gemacht. Wie viel Damage habe ich gemacht? Ich habe nur geringfügig weniger Schaden als er überhaupt gemacht. Er hat relativ viel Schaden gemacht. Und ansonsten 2 Kills, genauso viele wie Dalu. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Like da. Schaut, wenn ihr es noch nicht getan habt, auf jeden Fall bei Dalu vorbei. Ihr könnt mir ja mal schreiben, wie viel Leben er am Ende noch hatte. Ja, und dann sehen wir uns hoffentlich nächstes Mal wieder. Bis dahin. Haut rein.